Der innere Vulkan. Herzlich willkommen in unserem Kochstudio. Heute zeige ich euch, wie man eine Referendariatssuppe bekommt. Man nehme ein bisschen Kreativität, eine Prise Methoden, 3 Esslöffel Haltung, zwischendurch rührt man um und dann ist auch sehr wichtig, dass man eine Handvoll Vernunft auf allen Wegen hinzutut. Und nicht zu vergessen, eine Tasse Kaffee zwischendurch. Dann brauchst du ein Ohr für alle und jeden und rührst es kräftig um. Und Büro, Büro, Büro sowieso. Ach, und die Achtsamkeit nicht vergessen und ein bisschen Lust ohne Frust. Nicht zu vergessen, du musst reflektieren, Beziehungsarbeit leisten. Vorbereitung. Und ein tolles Tafelbild nicht zu vergessen. Seminare. Ob das hier noch reinpasst? Oh je, das wird ganz schön eng. Puh, da muss ich stopfen. Make it simple. Es muss gar nicht so kompliziert sein. Believe in yourself.